So Leute, und damit ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge von Ark Mod Wars Reloaded Season Nummer 2. Die Begrüßung werdet ihr gleich nochmal hören, aber ich muss euch hier einfach mal ganz am Anfang was zeigen. Und zwar war heute bei uns auf dem Teamspeak, beziehungsweise auf dem Izzy Teamspeak, da mussten wir hin, weil unser Teamspeak kaputt war, ist ja auch eigentlich egal, war heute Izzy bei uns im Channel. Und das habe ich auch aufgenommen, das werde ich euch gleich mal zeigen. Ich hoffe, Izzy hat da nichts dagegen. Ich denke, er hat da nichts dagegen. Falls er es sehen sollte, falls du es jetzt sehen solltest, Izzy. Das ist auch ein Video, was nicht ganz viel geschnitten ist, weil wir gewiped wurden. Schau dir andere Videos an, die sind tollerer. Ich hoffe es natürlich, wie immer, es gefällt euch trotzdem und ich möchte euch diese Szene halt einfach nicht vorenthalten. Es tut mir auch leid, dass dieses Video erst so spät heute online kommt. Es geht dann ganz normal mit Mod Wars morgen weiter. Und ja, tut mir halt leid. Ihr seht es jetzt, ich erkläre euch das gleich alles. Und ja, viel Spaß mit der Folge. Eigentlich? Nö. Bei mir schon. Kann meine Leiche nicht sagen. Ja, das ist natürlich schon hart. Hallo? Das ist ein Achtbar. Hallo, Izzy. Fake. Alles klar. Alles klar bei dir? Ja, bei euch? Oh, doch kein Fake. Ach, ist sie? Falsch. Nein. Doch, falsch. Warum? Stimmt nicht. Warum stimmt das nicht? Ich bin das Edgar. Nein, du bist Cola. Das kann ich dir nicht glauben. Ich bin Cola? Kennst du mich noch, Izzy? Ich bin Roland, richtig. Kennst du mich noch, Izzy? Ja, ja, von Easy Taker Restinos. Er kennt mich echt noch. Normal. Wann kommt der nächste Easy Taker Server? Vielleicht in so ein paar Wochen so, ne? Jetzt echt? Ja, hätte ich schon Bock eigentlich. Ich hätte übrigens auch mega Bock auf einen neuen Easy Taker Server. Also Izzy, ich habe nichts dagegen, wenn du noch einen aufmachen möchtest. Und ja, jetzt fängt die richtige Folge an. Und ja, viel Spaß. Und übrigens jetzt an alle, die irgendwie jetzt in den Kommentaren schreiben, Tollerer ist nicht die richtige Steigerung von Toll. Das ist mir bewusst, aber ich sag trotzdem Tollerer, weil Tollerer einfach Tollerer ist als Toller. Ne? Also ist logisch. Viel Spaß. Yo Leute, und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Ark Mod Wars Reloaded Season Nummer 2. Und ja, mit dabei heute Unjoined. Hallo. Und ja, es gibt einiges zu erzählen. Und zwar wurden wir geraidet von Willi und Marek. Und ja, ihr kennt's. Wir wurden komplett geraidet, gewiped sozusagen. Haben jetzt 2 Tage Aufbauzeit. Das heißt, wir können uns jetzt hier 2 Tage lang ohne irgendeine Gegenwehr ganz, ganz easy aufbauen. Wir haben uns jetzt hier schon einen neuen Spot rausgesucht. Und zwar da, wo wir auch schon in der ersten Season waren. Und ich bin jetzt hier schon mal hingelaufen und fange jetzt an, hier eine neue Existenz aufzubauen. Und ja, Android sollte auch gleich kommen. Ich bin gestorben durch den Theorie. Oh Mann. Ja, ich versuche ein Bett aufzubauen oder so. Ja. So. Ich mache einfach mal eine kurze S-Plus-Stroh-Foundation und nochmal ein paar Pfeile, dann brauche ich nur noch ein bisschen Hide. Dann kann ich eben das Bett aufbauen, damit Android hier spawnen kann. So, und in der Zeit blende ich euch jetzt hier einfach mal eben ein, ja, wie das Ganze abgelaufen ist. Ich einfach mal die wichtigsten Szenen, einfach wie wir aufgesprengt wurden, ganz klassisch hier schwarz-weiß mit der hinterlegten Musik. Und ja, wir sehen uns dann halt gleich wieder. Thank you.
So, die Pfeile werden hier gerade noch durchgecraftet und ich kann hier wieder im anderen Bett spawnen. Ja, okay, nice. So, die Pfeile werden trotzdem hier noch durchgecraftet und ich muss jetzt gerade mal mich hier vergewissern, was genau denn jetzt hier unser Spot war. Ich glaube, der war nämlich dort drüben. Ah, hier ist trotzdem Raptor, den kann ich ja trotzdem killen. Krieg ich ja trotzdem halt. Oh, ne, er killt mich. Ja, GG. Hä? Der hat mich echt fast gekillt. Dann mache ich trotzdem auf jeden Fall hier eben Bett hin. Weil ich werde gleich auch sterben. Und dann kann ich direkt respawnen. Bett. Habe ich gar nicht erlernt, lol. Bett. Einfaches Bett. So, was brauche ich? Ah, nur ein bisschen Stroh noch. Perfekt, Leute. Dann kann ich hier schon ein Bett aufbauen. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns hier gleich schon mal eine klitzekleine Base auf. Das ist, glaube ich, dann echt ganz nice. So, Bett kann ich jetzt hier eigentlich direkt machen. Bett. So, Android, bist du unterwegs? Ja, ich komme. Alles klar, perfekt. So, Bett steht. Ich nenne es neue Base, würde ich sagen. Neue Base. Och, nö. Oh, genau. Hier haben wir es aufgebaut, hier oben. Noch mehr Trodons für Ark. Wuhu. Wuhu. Greifen dich hier hin an? Ja, ich bin aber willkommen. Nice. Gut, sonst kannst du auch gleich einfach eben fast traveln oder so mit einem Schlafsack, wenn es geht. Aber ich schau mal gerade, dass ich vielleicht schon mal eine Upgrade Station aufgebaut bekomme. Und dann vielleicht hier noch die ersten Strukturen irgendwie hingeklatscht bekomme. Na guck mal, hier kann ich ja Rohmetall erstmal aus den normalen Steinen farmen. Die muss ja eh hier überall wegmachen. Nice, nice. Ah, ich sehe schon die Damage-Zahlen von dir. Och, perfekt. Ne. Mann, alles will mich. Alles klar. So, Upgrade Station wird gemacht. Jetzt 85, was los? So, Hide habe ich eigentlich auch genug. Kann ich mir direkt mal eine leicht geupgradete Lederrüstung machen. Beziehungsweise erstmal für mich und Android eine, generell. Ich habe genug Hide. Kann mir selber eine machen. Ich habe jetzt schon eine gemacht. So, dann mache ich mir nochmal 1, 2, 3, 4 Bolas, würde ich sagen. Und dann hier nochmal so ein paar Steinstrukturen für den Anfang. Und dann passt das. So. So, ich werde jetzt auch verrecken. Dann muss ich hier einmal kurz respawnen. Ich stelle jetzt aber hier auch schon mal die Upgrade Station auf, dass ich hier auch gleich die Sachen upgraden kann. So, ich werde auch kurz sterben. Gute so, Nacht. Ich packe dir seine Sachen einfach auch in die Upgrade Station. Ich glaube, das ist dann einfacher. So, dann kann ich vielleicht noch ein Lagerfeuer? Ja, ich kann noch ein Lagerfeuer aufbauen. Sehr nice. Dann kann ich nämlich hier direkt Fleisch auch für uns braten. Und dann können wir gleich direkt wieder anfangen, hier Metall zu farmen und so weiter. Oh, jetzt bin ich gestorben. Rip Neko, Rip Life. So, da direkt respawn. Beim neuen Basebett. Ah, und hier ist jetzt direkt ein Agentavis schon. Wolltest hier direkt meine Leiche schänden, ne? Ist nicht so nett. So, hab meine Sachen wieder. Dann würde ich sagen, kann ich eigentlich direkt hier mal ein bisschen upgraden. Hä, wo ist denn jetzt mein ganzes Hide hin? Ach stimmt, ich habe hier eine Hide-Rüstung gemacht. Ach ja, Neko, du bist wieder eins zu schlau für die Welt. So. Okay, ich mache mir eben dann erstmal einen besseren Bogen. Direkt ein Efficient Upgrade. Ich glaube, ich habe zwei Efficient Upgrades gehabt. 450 Damage. Oh shit, Kano. Ich kill ihn. Genauso wie den Aji. Oh, nice. Wilde Dinos können einen auf dem Server einfach gar nichts anhaben, weil man direkt Upgraded Stuff hat. So, jetzt kann ich auch meine Hide-Rüstung hier schön upgraden. You failed this Upgrade, alles klar. So, machen wir erstmal den Helm hoch. So, sehr schön. Efficient Upgrade, nice. Ich weiß ja gar nicht, wisst ihr, was ein Efficient Upgrade ist, Leute? Da wird nämlich ein, ja, effizientes Upgrade, einmal einfach übersetzt, rausgegeben. Und dadurch ist es nicht nur günstiger,
sondern der Rüstungswert wird auch besser. Das heißt, ihr bezahlt weniger für ein besseres Upgrade und das ist, freut einen natürlich. So, jetzt habe ich hier schon nochmal Ramshackle Hide Gloves. Blaue, schon wieder Efficient Upgrade. Ah, oh, jetzt fehlt mir Hide. Hide ist aus. So, ich muss irgendwas kurz killen. Sind da unten Raptoren oder so? Keine Ahnung. Da hinten ist ein Schweinchen. Krieg ich das von hier abgeballert? Nee, ich glaube nicht wirklich. Da hat der Bogen nicht nur lang genug Range. Ah, da sind noch Argies. Kommt mal her. Aber ich warte erstmal, bis du hier bist, damit ich auch dein Hide direkt krieg. So, der andere will jetzt auch Stress. Kriegst du einfach einen Headshot. Und zwar jetzt. Oh, der ist sogar High Level. Ah ne, auch nur 25. Ich habe einfach daneben geschossen. GG. GG, Neko. So, nochmal 2000 Hide. Nice, nice, nice. Nehme ich alles mit, kann ich direkt wieder weiter upgraden. Anjoint, was machst du sonst gerade so? Stein Foundations. Stein Foundations, nice, nice. Perfekt. Wenn wir so weitermachen, dann können wir uns hier echt relativ schnell gut aufbauen. Dann wird das alles super duper. Du bist zu der Superforge, glaube ich, heute nicht mehr an. Also. Nee, das Leute, ihr müsst wissen, es ist schon fast 1 Uhr. Also nee, ist gerade 12 Uhr, aber. Wir können uns ja noch morgen früh aufbauen. Wir haben jetzt wirklich alle Zeit der Welt. 2 Tage. Morgen früh darf ich nicht. Ich darf wahrscheinlich erst so ab 6 oder so. Alles klar. Kein Problem. So, ich habe jetzt erstmal hier schon mal Full Height Ascendant. Sehr nice. Dann grade ich hier jetzt auch nochmal meine Spitzhacken und so ab, weil ich ja hier das Ganze abfahren muss. Und es geht natürlich mit abgegradetem Stuff viel schneller. Was ein bisschen nervig ist, dass man die Speere nicht upgraden kann. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Aber naja. Oh, nicht wird verprügelt. Ich habe eine tolle Spitzhacke schon mal. Hilfe, Neko. Was ist denn los? Ich werde geprügelt. Von? Ich bin ohnmächtig. Lol, ich habe eine Axt mit fast 500% Damage. Und, warte, irgendwas kann ich doch noch Gutes machen. Genau, Knüppel kann man sich noch machen. Die sind einfach OP, Leute. Knüppel sind einfach... Das ist einfach Nahkampf-PvP. Du brauchst keinen Speer oder so. Du brauchst keine Pike. Du nimmst einfach einen Knüppel und knüppelst damit alles weg. Die sind auf dem Server echt stark. Ich bin mir sicher, damit kannst du auch einige Tiere ohne Probleme einfach umlegen. Mit so einem erkennenden Knüppel. So, jetzt habe ich hier schon mal Knüppelbogen, alles drum und dran. Dann kann ich jetzt hier auch schon mal anfangen, Foundations zu machen. Steinfundament ziehe ich mir eben am besten ja auch in die Hotbar, dann sehe ich immer, wann ich mir neue machen kann. Wie groß soll die Base denn sein? 6x6 wieder, ne? Ja. Okay. Wir brauchen nur noch 16 oder so. Ja, ich habe jetzt nochmal 12 gemacht, also noch ungefähr 4. So, warte. Soll ich hier deine Hide-Rüstung auch direkt upgraden? Oder hast du schon? Ich will mich einmal umbringen, dann kann ich auch selber machen. Nee, ich wollte jetzt eh die Sachen daraus einsammeln. Also aus der Upgrade Station, dann habe ich das schon fertig. Das wäre eigentlich ganz praktisch. BRP. So. Ah, jetzt fehlt eh halt. So, einmal die Sachen übertragen. Upgrade Station aufheben. Und dann hier die Foundations platzieren. Nur wie, wo, was soll ich die platzieren? Wo soll ich die platzieren? Warte, ich mach okay. Jo, fang du einfach an. Mit den Placen und ich mach weiter. Okay, ich habe jetzt nochmal genau 16 gemacht. Nice. Mann, wo ist mein Stuff? Da.
Wir haben jetzt eigentlich schon wieder ziemlich nice Stuff, muss man einfach mal sagen. Ist eigentlich echt so. Der Stuff ist ziemlich nice für die Spielzeit, die wir da reingesteckt haben jetzt. Wollen wir die Base wieder, dass ihr quasi hier näher an der Klippe steht, hier so näher, oder lieber ein Stückchen weiter hier drüben? Ich fand's so wie letztes Mal eigentlich ziemlich gut. Ich würde es genauso machen wie letztes Mal. Was ich hier auch letztes Mal? Ja, ich würde sie direkt an die Klippe machen. Dass man mit Thylakoleos da nicht hochkommt, dass dann diese eine Seite mit Turrets zu besetzen eigentlich dumm wäre, also useless. Dann haben wir eine Seite weg. Die brauchen wir dann nicht mit Turrets. Oder nee, komm, bau sie einfach. Fertig. Ich klatsche hier schon mal die ganzen Steine weg. Bau du einfach die Base auf. Du hast es letztes Mal schon gut gemacht. Ich vertraue dir, Android. Oh mein Gott, diese Ehre. Die ganzen Teile hier kann ich auch mal kurz wegmachen. Die stören nur. Möchtest du jetzt auch noch anfangen? Ja. Ah, okay. So, jetzt müssen wir hier halt nochmal ein ganzes Quadrat ausfüllen. So, das ist schon 4, 5, 6. Jetzt müssen hier überall Foundations rein. Haben die dich falsch gesetzt? Zack, hier muss das hin. Auch falsch, da. Aji! 130, lol. Mein Hide. Beziehungsweise für Androids Rüstung. Betäubungspfeile, sehr schön. Normale Pfeile, Betäubungspfeile. Kann man immer gut gebrauchen. Meine Foundations sind auch schon leer. Gut, aber so passt es ja eigentlich, oder? Weiß nicht, eins. So, ich kann direkt sonst noch 20 Wände auch sechs. Machen. Ja, mach. Eins, So, und die Upgrade Station stelle ich dann auch direkt mal auf. Ich glaube, dann haben wir hier einen ganz guten Deal. Dann haben wir das schon echt gut aufgebaut. Erstmal 2 hoch, oder? Ja. Oder wir machen direkt. Direkt. 6. Ja, okay, 2 hoch. Jetzt transferieren wir einfach nachher wieder alles um. So wie es letztes Mal war. Beziehungsweise so wie wir die letzte Base aufgebaut haben, war es eigentlich ziemlich effektiv. Ah, falsch rum. Wir sollten uns aber hier auf jeden Fall direkt einen Saber oder ähnliches zähmen. Einfach, dass wir viel effektiver dann Metall farmen können. Das ist, glaube ich, echt dann ganz schlau. So, noch ein bisschen Holz, bisschen Stein, bisschen von der Hide. Und noch ein paar Wände. So, in der Zeit stelle ich auch noch mal die Upgrade Station auf. So, passt. Nice. Kommt direkt wieder ein Tor rein aus Stein oder wie willst du es machen? Ja, so. Ja. Dann lasse ich dich das Tor setzen. Aber Leute, ich würde sagen, das war es jetzt für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, drückt den Daumen nach oben. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.